Die dreifache Angela Merkel, Gipfeltreffen im Madame Tussauds Berlin. Am 22. November feiert Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Pünktlich zu diesem Anlass zeigt das Madame Tussauds Berlin jetzt alle drei existierenden Merkel-Wachsfiguren in der Bundeshauptstadt. Bei diesem ganz besonderen Gipfeltreffen sind die drei Kanzlerinnen aus drei Amtsperioden zu sehen. Bei ihrer Vereidigung am Podium stehend, einmal mit vor dem Körper gefalteten Händen und eine Figur hat die Hände zur weltberühmten Raute der Macht geformt. Nina Zabe, Sprecherin des Madame Tussauds Berlin, freut sich über die Weltpremiere. Es ist tatsächlich eine Weltneuheit, also tatsächlich eine Premiere für das Haus Tussaud. Wir haben das noch nie vorher gemacht, wollten aber zum 10-jährigen Amtsjubiläum von Angela Merkel mal zeigen, was Macht aus Menschen macht. Das heißt wirklich, einmal sieht man hier direkt neben mir, das ist die Angela Merkel zu Amtsantritt am 22. November 2005. Dann haben wir die 2009er Version, das heißt die zweite Amtszeit, die begonnen hat. Und dann eben die aktuelle Version von 2014 mit der natürlich sehr charakteristischen Raute der Macht. Die drei Figuren sind für die Besucher noch bis Ende des Jahres gemeinsam zu sehen.